Hallo, ihr Lieben. Ja, ich wollte euch nochmal berichten, wie es hier weitergegangen ist. Wir sind mittlerweile in der Nähe von Hill of Tara und New Grange und Nod, diesen riesigen alten Hügelgräbern, die irgendwann gefunden worden sind vor 200, 300 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich habe die Zeiten gestern gehört, ich habe es schon wieder vergessen. Aber gefunden, also da sind sie erst entdeckt worden, dass sie da drunter waren, unter alten Weiden. Und ja, gebaut sind die rund 3500 bis 3200 Jahre vor Christus. Also das sind Bauwerke, die über 5000 Jahre alt sind. Das ist irre. Also ich kann es nicht anders sagen. Die Energie da ist unglaublich. Wir haben eine Tour gemacht, wo wir bei beiden waren. Morgen werden wir nur noch mal zu Nod, nur noch mal. Vielleicht machen wir auch noch mal nur New Grange, weil es einzeln buchbar leichter zu bekommen ist. Also wenn man diese doppelte Tour haben will, muss man einfach eine ganze Zeit lang warten. Und was ich wahnsinnig fand, war selber mich zu beobachten, zu bemerken, wie mein 3D-Bewusstsein und mein 5D-Bewusstsein miteinander arbeiten oder auch nicht, ja. Weil bei Nod war eine Führung und ich war auch neugierig darüber, was die Leute rausgefunden haben, dass mein 3D meint, ja. Was sagt von, ja, okay, das ist irgendwann mal herausgefunden worden, das sind die Daten, das sind die Fakten. Und gleichzeitig merke ich, steht mein 5D daneben und grinst sich ein und denkt von, ja, okay, das haben bestimmte Leute hier drüber gedacht, dass das so gewesen ist, ja. Aber pack andere Leute hier hin und die finden andere Ergebnisse. Und was ich gemerkt habe, ist, dass dieser Kraft, diese Energie eine ganz andere Lage ist. Also ich habe uns auch so gesehen, wie wir neben diesen Sightseeing Touristen mitgegangen sind und trotzdem auf einer ganz anderen Ebene diesen Platz wahrgenommen haben. Es war dann dieses normales Fotoshoot von wegen, ja, hier, ich habe hier davor gestanden, einmal, wie man denn so macht, was wir auch schon viel gesehen haben an bestimmten Plätzen. Aber wirklich zu fühlen, was der Platz mitteilt, was der Platz gibt, das ist nicht so oft. Also wirklich Leute, die da in Ruhe sind und sich Ruhe nehmen. Ja, und ein ganz, ganz besonderer Moment bei New Grange war, da darf man halt in diese Chamber rein, in diese Kathedrale, die da drin gebaut ist, weil die noch intakt ist. Das heißt, da quetscht man sich durch Felsspalten durch, bis man wirklich komplett drin ist. Und man bleibt ungefähr 12 Minuten da drin und die machen zwischendurch das Licht aus. Und wir waren mit unseren drei Kindern natürlich da drin, haben dann vorgewarnt und gesagt, von wegen, ja, hier geht gleich das Licht aus, hier wird es total dunkel. Weil die demonstrieren, wie es ist, also auch wieder ein bisschen Show sozusagen, um zu zeigen, wie die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende ist, wenn das Licht genau da reinfällt, wo es über diesen ersten Stein durchgeht, durch den Lichtschacht und dann diesen ganzen Meter tief bis in die Mitte dieser Höhle fällt und auf der anderen Seite eigentlich zu sehen ist. Sehr besonderer Moment war, dass unser Kleinster genau dann unruhig wurde und Hunger gekriegt hat und ich dann stillenderweise in der Höhle drin gesessen habe, wo ich dachte, das ist ja sehr besonders. Und ich fand es sowieso auch besonders, da auf dem Boden zu sitzen und mehr in Verbindung mit diesem Ort sein zu können. Kamen auch Bilder hoch bei mir, ich gemerkt habe, was alte Erinnerungen aus altem Leben sind, wo ich gemerkt habe, wie das da gelaufen ist. Das erzähle ich ein anderes Mal. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier auch Fotos posten kann. Das weiß ich gar nicht, ob das geht, aber ich werde es ansonsten in der Gruppe wahrscheinlich da reinstellen, weil die sind echt, es ist ein sehr besonderer Platz. Ich bin gespannt, was sich dadurch noch alles bei mir öffnet, aber es ist beschäftigt, würde ich mal sagen. Ja, und wir sind nachmittags immer nach Hause gefahren und waren total high, anders kann man es nicht sagen, von der Energie, die da war. Also von daher, morgen geht es dann nochmal hin. Morgen werden wir die nächste Lage sozusagen mitnehmen und da sein und durchfühlen. Ja, genau. Also, wir bleiben noch ein bisschen in Irland. Das Wetter wird schlechter hier, wird düsterer.
Aber wir sind noch nicht fertig. Also wir brauchen noch ein bisschen Zeit hier. So ist es eben. Aber wir haben Matchbox dabei für die Kinder. Ich habe ein externes Zelt dabei, wo ich drin arbeiten kann. Und viele Sachen zum Anziehen. Und um warm zu bleiben. Okay. Liebe Grüße. Alles Liebe euch. Dui, dui.